Wir schauen uns heute die neue Tekton 12 von Fritsche an. Die Tekton 12 ist das neue FreeRide-Modell, ist eine Pin-Bindung, hat im Vergleich zur Vibeck einen komplett überarbeiteten Vorderbacken und hat ein komplett neues Konzept am Hinterbacken, nämlich wie bei einer Alpin-Bindung kommt der Druck jetzt von oben. Gleichzeitig hat sie da drinnen nochmal zwei Kanten, die den Schuh seitlich stabilisieren. Auf die Art hat man praktisch den perfekten Sitz, die perfekte Kraftübertragung auch am Hinterbacken. Der Hinterbacken war ja bisher immer ein bisschen das Problemkind von diesen Bindungen. Der Vorderbacken, der ist insofern überarbeitet, dass da vorne jetzt ein Puffer ist, an dem er ansteht. Dadurch ist der Einstieg wesentlich erleichtert worden. Während es bei den ersten Modellen der Vibeck noch so war, dass das Einsteigen ein bisschen problematischer war, ist es jetzt so, dass Fritsche mit diesem neuen Vorderbacken eigentlich sicher das Bindungsmodell am Markt hat, wo der Einstieg am leichtesten funktioniert. Die neuen Modelle der Vibeck werden übrigens mit dem identen Vorderbacken ausgeliefert. Wir haben die neue Tekton 12 vorher schon bei vielen Veranstaltungen unserer Alpinschule iLife getestet. Unter anderem waren wir damit in Island unterwegs, bei Rechtshulzing im Schnee im Frühjahr. Es hat eigentlich alles super gepasst, keine einzige Fehlauslösung. Der Einstieg war wirklich geschmeidig jetzt, funktioniert tadellos. Das Gewicht hat Fritsche nochmal reduzieren können. Wir sind jetzt bei 630 Gramm Bindung inklusive Stopper. Und das an und für sich bei der sichersten Bindung, die zurzeit am Markt ist. Denn es ist die einzige Bindung, die sowohl den Druck von oben hat, wie bei einer Alpinbindung, die aber auch seitlich auslöst, bei der auch der Vorderbacken wie bei einer Sicherheitsbindung auslöst. Also für den nächsten Winter ganz sicher unser Favorit.